Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder eine schöne Runde Bloons Monkey City. Und wir gehen gleich einmal kassieren hier in die zweite Stadt. Und danach gehen wir in die erste und machen die Challenge, damit wir mal ordentlich Moos kriegen. Und ich kann euch gleich sagen, wir sind jetzt Level 28 in der großen Stadt. Das ist natürlich nice. Hier sind wir bald 23 übrigens, nur so nebenbei. So, ich zieh mal gerade ein schönes Kaffeechen rein. Nicht, dass ihr euch wundert. So, dann gehen wir hier auch kassieren. So, Level 28, wie ihr seht. Das ist nice, das ist sexy. Jo, was können wir jetzt tun? Wir machen die Challenge hier. Achso, warte mal. 33, das ist ja das Blöde hier. Dann würde ich sagen, wir gehen in die City 2 und machen hier die Challenge. So, dann kriegen wir hier auch Kohle, Kohle, Kohle. Habe ich die Stadt verwechselt? Also, City 2, Challenge. So, der schafft es bis 31. Wir müssten da eigentlich weiterkommen. 33, 41 hat der geschafft, ich 36. Na gut. Dann probieren wir das hier. Und schauen wir, wie weit wir kommen. So, 32 brauchen wir, dann gehört es uns. Dann würde ich sagen, let's go. So, hier mal das platziert. Eine Spike Factory. Und wir nehmen den Tech Shooter. Tech Shooter ist immer gut. So, nehmen wir ein bisschen Range und let's go. Wave 1 von irgendwas. Denn das ist ja, bis man drauf geht. Wir müssen das einnehmen, dann kriegen wir. Oh, Bananen. Dann kriegen wir nämlich gescheit Kohle. Und das ist sehr wichtig. Denn ohne Maus ist nichts los, ihr wisst ja. Ne? So. Abgegradet. Bin ein bisschen aus der Stimme heute, also sorry für das. Ich hab mir öfters räuspern wahrscheinlich. Wir brauchen was gegen Stahlbloons. Dann haut das eigentlich ganz gut hin. So, da kommt aber nichts vorbei da oben, das passt. Kümmern wir uns um die nächste Spike Factory. Spike Factory. Die nächste Bananenfarm. Ich verwechsel immer Bananenfarm mit Spike Factory. Wenn man das verwechseln kann, fragt mich jetzt nicht. Da sage ich mal nichts dazu. Ne? Aber passiert. Ne? Können wir ordentlich kassieren hier. Für die Stahlbloons, ja, ich überlege gerade, ein Sniper würde auch helfen, aber naja. Ist eine Überlegung, aber ich nehme den Bumerang, ist besser. Ich hab das schon übersehen, es geht sich schon aus hier. So, dann nehmen wir hier den Bumerang. Der soll nur am stärksten gehen und machen den Stahlblum fähig. Also die Stahlblum zerfetzt. Da kommt ein bisschen was nach hinten, aber es ist jetzt nicht der Rede wert. Das läuft. So, das hätten wir. Und wir bauen gleich eine zweite Farm daneben. Geht sie gerade schön aus. So, mal langsamer ganz kurz. Eine schöne Farm dahin. So, weiter geht's. So, jetzt werden bald die Stahlbloons kommen. Ich werde jetzt die Farm nur upgraden und dann mache ich wieder was bei den Toren.
was an hier, aber okay, das geht schon. Es wird jetzt langsam ein bisschen ungemütlich. Ich würde jetzt gerne den hier upgraden rechts, aber ob sie das ausgehen wird, naja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Schauen wir mal. Wir brauchen einfach mehr Wumms hier. Und dann haut das auch hin. 500 brauche ich noch. Kohlemäßig. Sich aus, jawohl, wir haben's. Jetzt haut er ein bisschen mehr rein hier. Jawohl, haut er wesentlich mehr rein. Dass da nicht alles runtergeht auf die arme kleine Spike Factory hier. So, geht sie aus. Wow, wow, wow. Das ist schon eine knappe Sache. So, weiter geht's. Mache jetzt diese eine Farm noch und dann, hoppla, das da mal. Und dann werden wir die Spike Factory hier mal auf Vordermann bringen. Mehr Specs oder härtere Specs oder was auch immer. Das kommt genau richtig. Ihr seht's, genau, wir brauchen es auch schon. Das perfektes Timing, sage ich mal. So, Nummer 4 hier. So, insgesamt werden wir alle 5 nehmen, plus ein Dorf da unten, dass wir die Farmen billiger kriegen. Nachher kommt das Dorf natürlich woanders hin, das ist vollkommen klar. So, ich brauche hier mehr Specs. Und ihr seht auch warum. Camouflage weg hier. So, das kann man nehmen. Und dann nehmen wir... ein Plätzchen. Da. So, das Dorf setze ich mal hier hin, dass wir die Farmen hier günstiger kriegen. Nachher werden wir das Dorf natürlich versetzen. Das ist vollkommen egal, ne? So, die können durch, das ist mir egal. Sind die Upgrades nämlich billiger. So, jetzt machen wir ordentlich Tower. Ich würde sagen, den da, das wird jetzt dringend fällig. Ja, hier kommt man nämlich zu viel zu der Spec Factory nach hinten. Das gefällt man dem. Ah, wir haben ja kein Tier 4 hier. Scheiße. Oh, das habe ich ja ganz übersehen. Na gut, dann machen wir das ganz anders. Das ist natürlich jetzt der Blöde. Na gut, dann müssen wir das so machen. So, das geht aber auch schon. Da hinten natürlich auch noch ein Tech-Shooter. Zack, 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 zack. So. Schön abgegradet, die ganze Party. Wenn jetzt dann Keramiks kommen, da muss man auch schützen davor. Spec Factory hier müssen wir jetzt mal wirklich ordentlich ausbauen. Hinten werden wir die linke Seite nehmen, vorne die rechte. So, die kann man flexibel, egal. Da kommt ein bisschen viel runter. Aber dank der schönen Tech-Shooter hier haut es eigentlich ganz passabel hin. So, das hätten wir. Upgraden wir mal das hier. Ja, die Tech-Shooter sind schon ganz okay hier. Die werden auch bevorzugt. Und ich muss sagen, nicht umsonst. Ne? Es läuft mit denen ganz prall. Geht der auf den stärksten? Deckschütter sind wirklich sehr, sehr nützlich hier. Das muss man auf jeden Fall sagen. Es läuft. So, ich hau mal die Automatik raus. Ja, das gefällt mir nicht so ganz, wie das hier abläuft. Oh, scheiße, Herzen. Boah, da musste ich jetzt wirklich nach... Boah, das war knapp. Herzen sind halt dreckig, Leute. Das sind die miesen Gegner sozusagen. So, wir brauchen jetzt was gegen Bosse. Gehen wir hier, klären wir was hin. Problem ist nur, für das ist jetzt zu spät. Wir müssen jetzt vorne aufgehalten werden, das wird aber auch nicht ganz gut hinkommen. Wow, das war knapp. Oh, scheiße.
Huhu! Scheiße! So, dann nehmen wir das hier, damit die ein bisschen länger halten. Dass die nicht gleich immer verschwinden hier, die Bananen. So, und jetzt müssen wir dringend Tower machen. So, und zwar den haben wir in der Bosse. Das ist mal da. Dann machen wir hier einen schönen Lukanen noch hin. So, nachlegen hier noch. So, alles was ich habe. Batman nachlegen, den haben wir nicht. Dann werden wir den hier fertig machen. So, jetzt haben wir es ein bisschen leichter. Ein bisschen Geld sammeln. Ein, zwei Kanönchen mehr. So, die Camouflage sind jetzt nicht mein Problem. So, den reißen wir ab. Den werde ich da oben hinbauen. Und zwar, ich schau gerade hier hin. Upgraden wir selbstverständlich gleich. Dass die Uhren nicht reinhauen da oben. Ich möchte mal diesen 10.000er hier nehmen, aber das ist halt irgendwie viel. So, dann werden wir da oben den Tech-Shooter nehmen. Die Frage ist, kriege ich den hier hin irgendwo? Jo, hier. Und zwar die rechte Seite. Das wird speziell gegen Bosse sein. So. Schauen wir mal. Wave 22. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen aufrüsten. Dass wir mehr Kohle kriegen. Bis Ende Wave 23. Dann schauen wir weiter. So, 23 haben wir. Schauen wir, wie weit wir kommen. Sieht optisch ganz gut aus. Ist da unten nur den letzten. Und Wave 24. Sieht sehr schön aus. Und jetzt wird es kassiert, kassiert, kassiert und Tower gemacht. Sonst wird es dreckig. So, ich werde jetzt diese 10.000 da oben nehmen, weil dann kriegen wir hier einfach mehr Kohle. Ich möchte das mal ausprobieren. Bringt aber eh nichts mehr, weil wir kriegen so wenig Geld von denen. Ne? Da bringt man 50% von fast nichts, bringt man eigentlich auch nichts. Ne? Aber lassen wir es mal haben, sagen wir mal. Getestet hat sozusagen. Kann man so gelten lassen. So, was nehmen wir noch? Wir nehmen, lasst mich nachdenken. Wir nehmen, was nehmen wir denn? Den da? Wir haben ja Upgrade und Geld kassieren. Los geht's, Wave 26, die Leute. Also die Bosse sind nicht das Problem, wir müssen nur hinten dann die Kleinen aufhalten. Das da, was jetzt rauskommt, das wird eher unsere Aufgabe sein. Der Rest, denke ich mal, haut hin. Das heißt hier unten, dass wir die da haben. Hier haben wir ein paar von denen. Bei Bosse, denke ich mal, die sind jetzt nicht das Problem hier. Ne? Das sollte man gut hinkriegen. Ich werde auch hier nur einen zweiten nehmen. So, die linke Seite gleich. Soll jetzt nicht das große Problem hier sein. Nur die Bosse oben müssen wir besiegen, der Rest haut. Factory da oben. Hier müssen wir die Bosse jetzt reißen. Oder wir nehmen lauter Kanonen da oben. Das können wir natürlich auch machen. Ich würde sagen, wir nehmen da eher die Kanonen. Ich habe nur ein paar. So.
Und die Spag Factories benutzen wir eher für die dicken Spags. So, glaube ich, geht das besser. So, zack, hin. So, ihr seht ja, die werden schön zerrissen. So, jetzt kriegen wir genug hier. Noch ein roter. So, zack, 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 zack. So, dann machen wir den da noch. Ich glaube, hier ist ein guter Platz. Da kann man die, diese, ich will nicht sagen stapeln, aber hinsetzen halt. So, let's go. Wave 29. Jetzt werden wir die Spag Factories hier machen noch, die restlichen drei. Die hau ich hier hin. Sollen ruhig zum Schluss hier bleiben. Wave 30. So, nochmal eine. Wave 31. Kommen mehrere rote. Seht, wie die schön eingekleistet sind. Aber das läuft, das läuft, das ist kein Problem. So. Dann werden wir die dahin. Die sollen ruhig ihren Damage da hinten machen. Wir sollen ruhig Tower da hinten hinstellen, überall wo es nur möglich ist. So, Wave 32. Seht ihr das Einkleist, das zurückwerfen, das funktioniert super. Auch mit den Ninjas hier, die hauen die zurück. Nur der Boss muss weg da vorne, aber ich denke, das wird's werden. Also die Tower stehen auch überall, wo es nur möglich ist. Am Arsch der Welt, wir haben das eingenommen, das mal dazu. So, einen hätte ich noch. Wo setzen wir denn hin? Ich würde sagen, hier. Auch dicke Spikes. So. Dann haben wir nur ein paar von denen hier. Schade, dass wir keine weitere Dings haben. Keine weitere Farm, keine Village. Farm, wie gesagt, Village. Das läuft nämlich ganz gut. Wir hoffen, Russe, aber das ist jetzt nicht das Problem. So, dann werden wir hier alles zumauern. Da oben in einem Dorf, das ist auch nicht unwichtig. Let's go. Jetzt kommen die Schwarzen, die müssten unten aufgehalten werden. Zwei gehen noch, aber dann wird es ein bisschen zu viel. Wave 34. Die aufhalten. Ja, wir haben sie aufgehalten, aber ihr habt es gesehen, es ist sehr, sehr schwierig. Fast nicht machbar. Ich würde die Village sogar runter, dass die noch mehr Spikes produzieren, wenn da oben das, fast nicht. So, das bringt es fast nicht. Wir brauchen einfach mehr Spikes, wenn die Schwarzen dann kommen, dass wir das hinkriegen. So, das ist die Frage, wohin mit dem Scheiß? Oh, die habe ich blöd hinplatziert. Ja. So. Das läuft irgendwie rein. Nein. War klar. So, jetzt muss ich hier ein bisschen umbauen, sozusagen. Da können wir es hin. Das nehme ich nicht. Und dann sparen wir uns die 10. Das brauchen wir jetzt wirklich nicht. So, dann nehmen wir lieber das da. Jetzt muss ich mal kurz gucken, die Range von hier. Okay. Das heißt, wir können das nur hier hin. Jo, soweit sind wir's.
Dann nehmen wir hier die rechte Seite. Machen wir ein bisschen Schadenspotenzial hier. Immer rechts voll upgraden. Genug Geld haben wir ja. Recht weit werden wir sonst eh nicht mehr kommen. So, und was ich noch machen könnte, wäre die Sniper. Die Sniper haben sicher Sinn, sage ich mal. So, let's go, da ist ein Grüner, das wird spannend. Bin neugierig, ob man den schafft. Oh, er kriegt zumindest mal ordentlich in die Fresse. Aber zu wenig, wenn ihr mich fragt. Der kommt zu weit vor. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und ich werde hier noch ein bisschen was hin. Ja, wir haben ja jetzt hier Zeit. So schnell ist er, der Grüne, nicht. So, jetzt sind Rote. So, einen letzten noch. Gehen wir hier hin. So, die kriegen ordentlich auf den Datz. Da bin ich neugierig, ob wir das aufhalten. Wird sehr schwierig werden. Da bin ich jetzt nicht. Ah, halt mal auf. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Super, super einfach nur. So, dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt Sniper. Schau, dass er die in die Range reinkriegt. Ja, die machen nämlich super Damage. So, wir kassieren hier. Sniper gehen auf den stärksten, also so ist mir das eh ganz recht. No. Nehmen wir gleich einen zweiten Sniper. Wir schauen, wie die Range ist von mir. Also das ist der Range-Stelle. Hier kriegen wir den, so, den stärksten. Zack, zack. So, dann haben wir wieder einen grünen. Diesmal kriegt er schon mehr in die Fresse, das sind halt auch die Sniper, das muss man schon sagen. Den werden wir auf jeden Fall aufhalten, denke ich. Das wird jetzt nicht das große Problem sein. Ah, die Sniper, die haben schon Sinn, das merke ich. So, jetzt müssen wir die nur aufhalten, aber ich denke nicht, dass das das große Problem wird hier. Einwandfrei. Wave 37. Die Frage ist halt, wann werden wieder die Schwarze jagen? Da kommen sie schon. Die Schwarzen sind auch das Problem. Der Rest, der haut einwandfrei hin, aber das sind zu viele Schwarze. Schade, schade, aber wir sind weit gekommen. Ah, das waren zu viele einfach. Nein, man braucht es zum Aktivieren, sonst geht's nicht. Aber hey, wir haben wieder Wave 36 geschafft. Schlecht bezeichne ich das nicht. Wir kriegen wieder Geld. USW, USW. Dass wir hier offen. Ersten Platz wieder kommen. Ne? So, der hat 41 geschafft, der ist noch besser wie wir. Die Frage ist halt, wann wir das checken und uns wieder das Gebiet wegnehmen. Das ist die Frage. So, ich gehe jetzt nochmal in die andere Stadt, werde mir Geld holen und dann speichern wir mal eine Runde. So. Zack, boom, bam, bash, push, bish. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.